Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Spezialausgabe von Nachgefragt. Der Platz ist gestürmt. Der Tane haben vorher ein volles Chaos angerichtet. Fortuna! Erste Liga nach 15 Jahren. Was tue ich hier eigentlich? What am I doing here? Unser Thema heute: Facebook. 100 Milliarden US-Dollar wollen die mit dem Börsengang erzielen. Also ich würde meine Altersversorgung nicht in Facebook-Aktien investieren. Meine Freunde machen alles auf Facebook, ihre Adresse, Telefonnummer. Wir verwenden sie alle, es ist ein cooles Tool, aber eigentlich ist es unangenehm und man weiß auch, was da alles abgeht. Facebook lockt Nutzer an, melkt ihre Daten und macht irgendwas damit, verkauft die Nutzer die Daten an die Werbekunden. Ich sehe das mit den Daten nicht so wild, denn jeder kann ja selbst entscheiden, welche Daten er preisgibt. Und das ist oft der Irrglaube, dass man sich selber so gut schützen kann. Die Systeme sind leider ein bisschen intelligenter als der Durchschnittsnutzer. Wer würde für Facebook zahlen? Denn ein weiteres Mal neigt sich unsere Sendezeit dem Ende zu. Und wir zwingen Sie mit einem sogenannten Cliffhanger dazu, nächstes Mal wieder einzuschalten.